ich kann nicht mehr einschlafen, mein Freund mich nur irgendwie berührt, bin da super pingelig mit meiner Schlafposition. Ja, das sage ich ja auch. Ich bin, ich habe ja immer so mein Knie meistens hier. Also ich schlafe wirklich so komplett. Also ich kann euch das mal aufmalen, wie ich schlafe. Wenn das jetzt hier das Bett ist und hier oben ist so da, ne? Sag mal, hier ist das Bett. So, hier oben ist das Kopfende. Dann liegt jetzt hier eine Person ganz normal so. Da bin ich jetzt, ne? So. Oh, ich mache ja schön. Oh, so mein Arm. Der ist sehr lang, ne? Da liege ich immer so. Dann ist hier so mein Popo. Und dann ist hier aber mein Knie. So, ne? Und das andere Bein ist aber gerade. Und der andere Arm ist auch so. So schlafe ich immer. Ich habe das Knie immer fast bis unter mein Kinn. In der Nacht passiert tatsächlich das hier. Das passiert immer in der Nacht. Und ich habe keine Ahnung, warum. So, wenn ich also mich gedreht habe, ist der Erik einfach so. Das ist so unsere Schlafposition einfach. Ich will einfach nur schlafen und ich bin so Superman. Jedes Mal, also nicht jede Sekunde so losfliegen wie Superman. Ja, Leute, ne? So ist das. Soll ich wieder ein Bild von mir Photoshop? Leute, ist wieder an der Zeit, ne? Das ist der Content hier. Das ist es. Was ist mit den Augenbrauen los? Das geht doch nicht. Und ich bin ein bisschen traurig. Hat die irgendwie was, ne? Guck mal. Ich hab hier diesen Muttermal, den ich über alles liebe. Muss ich tatsächlich sagen. Ich habe diesen Muttermal. Ich mag diesen Muttermal wirklich sehr. Da ist er einfach weg. Guck mal, ich kann mir so ein Hodenkinn tatsächlich machen. Warte mal. Oh, so richtige Balls hat man dann. Können wir die Kategorie Creative machen? Und das ist so das neue Ding hier. Photoshop sollte ich mal wieder updaten, ja? Aber das hier ist alles irgendwie neu, dass du das auch automatisch so komplett machen kannst. Der Blick. Oh mein Gott! Oh, das ist so cursed! Das ist so hart cursed! Gesichtszug. Was ist denn jetzt passiert? Haardichte. Seht ihr, hier sind so Zähne auf einmal und es ist so der... Okay. Kopfausrichtung. Lichtposition. Das ist doch so gruselig, oder? Das ist ja mega gruselig. Was ist das? Muri. Muri, soll man ein Bild von dir bearbeiten? Hast du Bock? Muri. Was machen wir bei dir? Das Bild ist wirklich voll süß. Aber jetzt wird es furchtbar werden. Wir machen jetzt einen Alien-Muri. Ich finde, er ist einfach viel zu nett und das gefällt mir nicht. Anti-Lächeln auf jeden Fall. Hallo, ich bin Mr. Morgame. Oh, dann machen wir mal. Oh, ja, perfekt. Überraschung. Oh, was ist das denn? Gesichtszug. Ist irgendwie das alte. Pete? Nein, das ist. Blick. Hä? Was passiert hier? Haardichte. Oh, ja, Kopfausrichtung. Jetzt kommt's wieder. Achtung. Das ist ja mega weird. Also vorher, nachher. Könnte eine wütende Oma sein. Das sieht aus wie ein. Also, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber es sieht aus wie ein Arschloch. Warum sieht das aus wie ein Arschloch? Man muss schon mal ein bisschen größer machen, ne? Muri, was ist da los? Das ist die Wattoma vom Meme, jo. Was? Sehr schön. Was für ein komisches Bild einfach. Warte mal. Wenn wir kurz eine Sache machen, Moment. Yeah! Was? Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr sehen wollt? Tobi? Oh, wie süß sieht der Tobi denn hier aus? Ich kann nicht mehr. Hä, das ist der Tobi? So. Guck mal, wie süß ist das denn? Ist doch der Tobi, ne? Habe ich jetzt den anderen falschen oder so? Das ist der Tobi. Hä, das ist super süß. Tobi, dir stehen solche Haare. Lass die mal wieder so wachsen. Müssen wir erstmal. Keine Ahnung, wer das ist. Oh, jetzt komme ich bestimmt für einige in die Hölle. Oh, ich sehe aber schon hier hinten. Ich glaube, ich weiß doch, wer das ist. Tobi war mal draußen? Das ist wirklich Tobi schon. Guck mal, voll der hübsche Dude, ey. Aber Tobi, erstmal, was soll das denn, ne? Wir sind hier Photoshop-Oberflächlichkeit as fuck, ne? Also das geht ja mal gar nicht. Warte, hier, Muttermal, wie kannst du nur Muttermal haben? Das geht nicht. Wir sind hier 2023, da hat man keine Muttermale, da hat man auch keine Haut, Mimikfalten, da hat man nichts zu haben. Wir müssen das ja gar nicht mehr manuell machen, deswegen geht der Tobi jetzt mal, damit er halt nicht... Oh mein Gott, das geht gar nicht. Die Augen nicht so breit. Das sieht ja schon fast normal aus. Ah, viel, viel besser. Kann er noch mehr lächeln? Ne, wir wollen den Tobi lächeln sehen, auf jeden Fall. Boah, wir machen aus dem Tobi so einen richtigen Giga-Chat. Ja, sehe ich aber. So, der Tobi kann sein Glück überhaupt gar nicht fassen. Jetzt kommt wieder das Komische hier, wo man auf einmal älter wird. Was ist das denn? Was ist das? Wer sind Sie? Okay, warte, mehr Haardichte. Keine Ahnung, wer ist das? Alter!
Was für, der Blick muss sich aber auch ein bisschen ändern, Tobi, ne? Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Tobi, guck mal ein bisschen zur Kamera wieder. Ja, Tobi, guck mal noch ein bisschen mehr zur Kamera. Ah! Oh Gott, es guckt mich ab von jeder Seite. Was ist das? Guck mal, wie man... Also das sieht sogar... Das sieht leider... Es sieht nicht super realistisch aus, aber es hat irgendwie was. Ich mache jetzt mal was. Und zwar machen wir so ein kleines Rauschen drauf. So, als wäre das wirklich ein Foto. Machen ihn jetzt aber nochmal ein bisschen heller. Machen den hier ein bisschen weniger. Das ist schon ein bisschen strange, ne? Direkt aus dem True-Crime-Doku. Yo! Wir haben aus Tobi das hier gemacht. Braucht Chillers Art eine neue Horrorfiguren, yo! Starb mir in die Seele. Ja, es guckt überall hin, ne? Noch die Zähne. Woher kommen die Zähne denn? Das hatten wir ja auch bei meinem Emote, ne? Auf einmal waren da Zähne da. Tobi. Hammer. Gefällt mir jetzt schon der Stream heute. Das ist jetzt ein neues Format, das wir hier haben. Das heißt, naja, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das heißen soll. Gibt es irgendjemanden, bei dem ich das noch machen soll? Dennis, Sora, Putzi, Dennis? Tja, bei Dennis würde ich was machen, was ihm nicht gefallen würde. Ach komm, beim Dennis habe ich irgendwie Bock. Dennis Wert? Ja, da hat er das beste Bild schon wieder, habe ich hier. Da war den Dennis. Eine Sache kann ich hier aber nicht machen. Die muss ich anders machen. Warte mal. Nasenhöhe, die soll weiter hoch sein. Lächeln. Hier, damit man auch sieht, dass wir Geschwister sind. Mundbreite. Breit. Stirn. Kinnpartie. Also da sehe ich den Dennis, auf jeden Fall. Ich brauchte natürlich was, um zu arbeiten. Smartporträt. Nee, es ist nicht glücklich. Das ist kein glücklicher Mann. Okay, er sieht schon jetzt anders aus. Warte mal. Ist, wenn er ganz glücklich ist? Ey, der muss auf jeden Fall glücklich sein. Der hat ja dann Zähne. Okay. Er ist aber gleichzeitig auch sehr überrascht. Der ist richtig hart überrascht. Oh, guck mal, wie überrascht der ist. Ich muss die Ohren kriegen gleich. Ich mach die Ohren gleich richtig lang. Der ist aber auch gleichzeitig wütend. Ja, oh mein Gott. Der ist richtig wütend, der Dennis. Meine Güte. Warum hat der auf einmal Ohrringe? Warte mal. Hat der gerade Ohrringe gekriegt? Hat der gerade Ohrringe gekriegt? Ihr wird der Ohrringe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und er hat einfach Ohrringe gekriegt. Was ist denn für ein Kiosk-Ingo jetzt? Voll der Kiosk-Ingo, ich sag an euch. Ich kann nicht mehr, ey. Okay, warte. Der sieht aus wie Dieter Nuhr. Warte. Der nicht, der ist ja die Zukunft. Oh mein Gott, stell dir vor, wir sehen alle wirklich so aus in der Zukunft. Hilfe. Gott. Kennt ihr Ghostbusters, das Gemälde? Vigor. Ja, das ist Vigor einfach. Wisst ihr, was witzig ist? Ich drücke jetzt okay, aber man kann das Ganze ja nochmal machen. Der ist wirklich sehr wütend, der Dennis. Ja, ich bin der wütende Dennis. Wow. Alter, das ist furchtbar. Ich habe Angst. Guck, ja, wo kommt die Zunge her? Die Ohrringe werden... Jetzt hat er so Rosen als Ohrringe. Der hat auf einmal Rosen als Ohrringe gekriegt. Also, das Ausgangsbild und dann das hier. Heute Horror-Memes an der Pan. Ja, irgendwie schon, ne? Ich will nochmal eine Sache ausprobieren, weil sie das irgendwie gerade so anbietet. Ja, das verschwimmt leider natürlich, ne? Obwohl, das geht eigentlich. Eigentlich geht's. Alter, was ist das denn jetzt geworden? Das ist ja widerlich. Das ist richtig, richtig gruselig. Das sieht ja auch aus, als würde er den Mund aufreißen und hätte hier so Sabberfäden. Und ich finde immer noch den Ohrring ganz toll. Hallo Dennis. Ich wollte dir nur sagen, wir haben heute ein bisschen so Photoshop. Ich wollte ein bisschen Photoshop-Tutorial machen, ne? Wir haben so ein paar Bilder bearbeitet von Tobi auch, The More Game und sowas alles. Und weil ich dieses Foto von dir voll schön finde, weil ich immer noch sehr, sehr stolz auf dich bin, dass du in deiner Synchro-Rolle hattest, bin ich wirklich, ne? Und habe ich gedacht, wir nehmen einfach mal dieses Foto und machen einfach mal das hier daraus. Und ich finde, es ist mir sehr gut gelungen. Ein Photoshop-Wettkampf gegeneinander bei Matt. Boah, wie lustig wäre das? Es wäre so witzig einfach. Hallo? Dennis, ich bin gerade im Stream, alle hören dich, ne? Hör mal auf zu lästern jetzt. Hast du gerade auf... Ich bin unterwegs, was? Hast du gerade auf Twitter geguckt? Nee, was da? Bist du gerade am Fahren? Nee, ich bin zu Hause. Bitte guck mal auf Twitter, wir haben nämlich hier gerade so einen kleinen Photoshop-Stream gemacht und irgendwie ist dein Foto das Beste von allen geworden. Oh nein, was hast du jetzt wieder gemacht? Ey Leute, ich stream morgen auch, Twitch Prime. Dennis, hör dich los! Geht nicht, ich habe hier kein Internet. Ich bin hier. Wo ist das denn? Wo bist du denn? Wie, hast du nicht auf dem Handy Internet? Wie heißt du denn nochmal? Warte mal. X-Pantoria, Dennis. Ich bin unterwegs hier gerade. Warte mal. Günther, nimm den da raus! Was? Günther, lass das sein. Den nehme ich gleich. Okay, alles klar. Das macht das jetzt gerade nicht besser. Cool, super Foto, Tati. Cool. Ich finde das super schön. Ich will den Tobi so haben. Tobi sieht aus, wie wäre er in Wien. Ja! Ich weiß, welchem Streamer dein Bild ganz gut gefallen würde. So, Dennis, dann auf jeden Fall. Tschüss, ne? Hau rein. Tschüss. Ich esse. So,